Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scythe City Rome hier in Kreta mit mir, Gaius Julius Caesar, beziehungsweise mit Quintus Flavius, der hier schon der große Statthalter ist. So, die brauchen jetzt schon sogar das Krankenhaus. Wir kommen kaum hinterher mit dem ganzen Bauen, weil langsam wird es hier echt eng. Das ist so das große Problem. Wir haben ein bisschen schlecht gebaut. Hätten wir das Lagerhaus noch ein bisschen rüber... Hier passt ein schönes Krankenhaus hin. Hier kommt ein Krankenhaus hin. Dann brauchen wir noch den Sklavenmarkt. Der kommt hier hinten hin, wenn er hinpasst. Sollten eigentlich alle auch hinkommen. Für den Kaiser, so ist es. Ich wollte euch nur für eure gute Gesundheitsfürsorge danken. Gerne, gerne. Ja, wir haben jetzt hier Arztpraxen. Und ein Krankenhaus. Läuft alles auf jeden Fall ziemlich gut. Das Schöne ist, wir haben jetzt bald hier auch... von euren Händlern in einer fernen Stadt verkauft. Wir haben jetzt bald in der Mitte auch genügend Platz. Jetzt habe ich nur bald... Hier passt noch einer hin. Oh, und die ersten können aufsteigen. Perfekt. So. Die hier können auch schon aufsteigen. Ah, es ist aber ein bisschen eng hier. So, wo darfst du hin mit deinem großen Domus? Ja, hier ist... Oh nein, ist schon wieder eins zu eng. Ich gehe mal hier von... Hier passt es auch nicht mehr. Wir werden mal kurz hier die Straße wegmachen. Die Heirat wurde erforscht. So, wer wollte aufsteigen? Ihr wolltet aufsteigen. Statthalter, eure Mission ist ein Erfolg. Sehr schön. Die Mission gleich zu Beginn der Folge war ein Erfolg, aber ich glaube, wir bekommen hier noch eine Mission. Schauen wir mal, was der liebe Crassus uns zu sagen hat. Seid gegrüßt, Zensor. Unser Projekt verläuft gut. Die junge Stadt, die ihr erbaut habt, ist kräftig und lebendig. Aber das genügt nicht. Es muss weitergehen. Ich weiß, dass ihr die Bevölkerung vergrößern könnt. Aber könnt ihr auch ein elegantes Flair erschaffen, das unsere Provinz zum Stolz der Region macht? Natürlich können wir das. Zivilisationswert 55, okay. Und 5 mittlere Domi. Das wird interessant. Auf geht's. So, also ihr braucht als nächstes eine Bibliothek. Und ich werde hier mal für Platz sorgen. Und eine weitere Olivenfarm hier hinten noch bauen. So, Bibliothek. Ich weiß noch nicht, wie weit die alle kommen. Ja, doch, hier kommt... Ui! Mehrere Gebäude zerstört und die Bevölkerung geängstigt. Ein Erdbeben, das ist echt nicht gut. Ach du Schande, hier drüben vor allem. Eure Händler haben entscheidende Güter in einer fernen Stadt erworben. Ein Nahrungsspeicher. Hier war, glaube ich, noch so eine Bettenwerkstatt. Seid gegrüßt. Ja, Zufriedenheit. Brave Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Forschung begonnen. Das hier wollen wir erforschen. Karthagische Elefanten haben unseren Truppen in Norditalien schwere Verluste zugefügt. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viel... Oh, so viele Probleme. Lustig. Sehr lustig. Ja, hier würde noch schön einer hinpassen. Hier aber auch. Die Philosophie wurde erforscht. Hä, ist das jetzt abgestiegen? Bin verwirrt. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Oh, jetzt aber richtig. Ach so, wegen der Forschung, ja. Hier übrigens die Bibliothek, auch sehr schön gemacht.
Güter wurden von euren Händlern in einer fernen Stadt verkauft. Ich glaube, wir können weniger hier einkaufen. 20 reicht hier tatsächlich. So. Herrenschneider, da habe ich schon welche 2 Stück gebaut. Und wir haben das erste mittlere Domus. Glas können wir noch nicht machen. Schauen wir es uns doch mal an hier. Sieht doch recht schön aus. Recht ordentlich. Was wir aber machen können, sind weitere Tempel. Wir brauchen ein freies Jupiter, um dieses Bauwerk zu errichten. Des Mars und der Venus. Das hilft für unseren Zivilisationswert ebenfalls. Ihr braucht ein Badehaus. Ich glaube nicht, dass wir hier noch groß Platz haben für ein Badehaus. Ah, leider auch wieder nicht. Knapp nicht. Ah, ich hätte mal hier warten sollen, bevor ich das wieder nachbaue. Dann bekommt ihr eben kein Badehaus. Ich traf neulich einen Priester, der sagte, er könne die Zukunft aus dem Gedärm von Kühen lesen. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich frage mich, wieso dieses Haus hier leerstehend ist. Das ist komisch. Ihr bräuchtet den Tempelbesuch und einen Arzt. Wir vertrauen auf Rom. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. So, ich werde nochmal einen Arzt bauen hier. Okay, ihr seid alle gut dabei. Wir brauchen aber noch ein Haus. Die Kollektivregierung wurde erforscht. Wir bräuchten noch ein weiteres Haus. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Landvermessung hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. So, die Bürger sind eigentlich recht glücklich. So, das Haus hier kann noch aufsteigen. Perfekt. Jetzt kümmern wir uns noch um den Zivilisationswert und bauen ein paar Gärten hier hinten. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Das Gelände lässt es nicht zu, dieses Bauwerk hier zu errichten. So, ein paar schöne Gärten. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Ein paar Brunnen vielleicht hier. Das Gelände lässt es nicht zu, dieses Bauwerk hier zu errichten. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Sehr schön, dann haben wir diesen Zivilisationswert auch schon erreicht. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. Ein Erdbeben. Ach komm, schon wieder ein Erdbeben. Die Gebäude zerstört und die Bevölkerung geängstigt. Die Landvermessung wurde Statthalter. Eure Mission ist ein Erfolg. Okay. Also wir haben 5-mal das Gebäude Domus errichtet. Obwohl es jetzt am Ende noch ein Erdbeben gab, haben wir dann die Gebäude errichtet gehabt, die wir errichten mussten. Und vor allem haben wir auch diesen Zivilisationswert von 55 erreicht, weil wir noch Gärten gebaut haben und schöne Tempel. So, mal schauen, mit welcher Aufgabe es in der nächsten Folge weitergeht, was uns der liebe Crassus dann noch zu sagen hat. Seid gegrüßt, Zensor. Kreta ist zum Triumph geworden. Doch euer Erfolg ist ein Problem für mich, denn der Kaiser ist wohl so erfreut über den Ort, dass er mich hier behalten möchte. Meine Spione teilten mir mit, dass Caesar euch bald zu sich rufen wird. Ich hoffe, unsere Freundschaft wird Bestand haben, denn bald werdet ihr mir ebenbürtig sein. Oh, schaut mal, da sind wir und laufen zu Caesar. Seid gegrüßt, Prätor. Denn dies ist der Rang, den ihr ab heute bekleiden werdet. Ihr seht jünger aus, als ich dachte. Seid ihr wirklich so fähig, wie es die Gerüchte und Geschichten sagen? Nun, wir werden es herausfinden.
Ein schnelles Schiff liegt im Hafen von Ostia für euch bereit, um euch in den Osten zu bringen, wo ihr neuer Statthalter werdet. So, jetzt haben wir also mit Cäsar zu tun. Wir haben es weit gebracht, liebe Freunde. Wir, Quintus Flavius, einstmals ein kleiner Bauernsohn, ist nun wohl mittlerweile der größte Statthalter des Römischen Reiches, der großartige Städte errichten kann, aber auch kämpfen kann. Wir werden von Cäsar in der nächsten Mission nach Ktesiphon, ganz im Osten unseres Reiches hier, geschickt. Wir werden sehen, was uns dort erwartet. Eine schwierige Wirtschaftsmission, wie ich denke. Und dann sehen wir weiter. Dann wird sicherlich bald auch wieder, nachdem wir die hier abgeschlossen haben, die Möglichkeit sein, hier eine der letzten militärischen Missionen auch für Cäsar zu erledigen. Aber das werden wir dann alles erst beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier weiterhin. Mir macht es sehr viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde die Kampagne wunderbar. Man kann hier wirklich schön als Statthalter arbeiten und wunderschöne Städte erbauen. Klar, viele Dinge sind jetzt nicht hundertprozentig historisch, aber es geht doch ein wenig um das Flair, so wie Crassus es genannt hatte. Und ich denke, dass genau dieses Flair hier vorhanden ist. Wir haben schon viele schöne Städte erbaut und wir neigen uns langsam dem Ende der Kampagne. Es wird noch 3-4 Missionen, glaube ich, ungefähr geben. Und dann haben wir auch diese Kampagne schon wunderbar abgeschlossen. Ich lese immer gerne eure Kommentare dazu, wenn ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, wenn ihr Feedback habt, auch vielleicht wie ich kommentiere und wie ich das Ganze mache. Da bin ich auch immer gespannt darauf und natürlich freue ich mich auch immer über jeden einzelnen Like, der mir anzeigt, dass ihr diese Videos mögt. So, aber jetzt werden wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen, ganz im Osten des Römischen Reiches in Ktesiphon. Und dort erwarte ich euch. Bis dorthin, alles Gute, euer Gaius Julius Cäsar.